Ja, servus, ihr Genussmenschen hier auf YouTube. Habt ihr schön Feier gemacht, gell? Weil es ist nämlich mittlerweile schon ganz schön kalt geworden bei uns. Und es ist richtig angenehm jetzt. Gell? Rauchen tue ich aus meiner Faun. Ein kleiner, schöner milder Tabak. Mag ich recht gern. Passt jetzt einfach so. Gell? Möchte ich bei euch zuerst einmal recht herzlich bedanken für die vielen Kommentare, was ich für mein letztes Video gekriegt habe. Das waren so viele, seid mir nicht böse, dass ich nicht alle beantwortet habe. Ich habe wirklich alle gelesen, gell, das müsst ihr mir glauben, aber das war mir einfach zu viel, da jeden Einzelnen zu beantworten. Leider ist jetzt das passiert, gell, dass diese Frau verstorben ist, und ich kann also nur hoffen, dass die Verantwortlichen recht harte Strafen bekommen, gell? Weil es kann nicht sein, dass man sich da einfach auf Straße festklebt und die Einsatzkräfte behindert. Gell? Aber gut, das Thema ist für mich jetzt durch. Das Video habe ich gemacht. Vielleicht ist euch auffallen bei dem letzten Video, dass auch unser Freund der Yogi kommentiert hat. Und da ist mir aufgefallen, weil er ein neues Profilbild hat, dass er einen neuen Kanal aufgemacht hat. Ich habe auch mit Yogi schon gesprochen, persönlich. Und da ging es ja darum, Yogi ist ja ungefähr seit 2 Jahren jetzt weg. Gell? Und viele von euch haben gedacht, dass ich da der Schuldige bin, der allein Schuldige, warum Yogi gegangen ist. Ist mir ja sehr viel vorgeworfen worden, was hinten und vorne nicht stimmt. Ja? Das hat mir auch der Yogi bestätigt. Ich war ein Grund von vielen Gründen, warum er damals aufgehört hat. Gell? Aber wir sind uns ja einig darüber, dass wir das Ganze nicht wieder aufwärmen, was da vor 2 Jahren war. Da werde ich auch keinen Kommentar beantworten, wenn da einer da drunter schreibt, weil die Sache ist gegessen, die Sache ist durch. Und der Yogi sieht das genauso. Wenn wir miteinander geredet haben, das ist auch so vereinbart, dass ich das hier so sage. Gell? Wann der Yogi wieder kommt mit Videos und in welcher Form, das kann ich euch nicht sagen, das weiß ich auch nicht. Lasst euch überraschen, aber ich denke mal, das wird nicht mehr so lange dauern, bis er mal auftaucht. Und wenn er selber dazu was sagen will, was ich nicht glaube, dann tut es. Ja, aber wir haben eigentlich so beschlossen, dass wir schwamm drüber, und sollten wir zweimal wirklich Probleme haben, dann klären wir das privat und nicht mehr auf YouTube. Gell? So viel zu dem Thema. Yogi, ich freue mich, wenn du wieder kommst. Gell? Hoffentlich bald. Ja, was war noch gestern? Ich habe gewusst, dass ich jetzt längere Zeit nicht mehr nach Fürstenfeldbruck komme, aber ich wollte gewisse Tabak haben, weil mir die nämlich ausgegangen sind oder ich sie schon länger nicht mehr gehabt habe. Und habe mir gedacht, jetzt mal das einfach, jetzt bestelle ich einfach mal beim Bosch in Fürstenfeldbruck und lass mir mal ein Backerl schicken, gell? Weil ihr wisst ja, Backerl ausbacken mache ich ja auch recht gerne. Und ja, jetzt war es also so, ich habe das bestellt, dann habe ich aber keine E-Mail gekriegt und habe dann einen Klaus angerufen, sagt er, ja komisch, aber ich habe ja ein Büchlein auch voll Kundschaft, ja, was er beliefert, dann bringe ich dir das morgen einfach selber vorbei. Ja, also noch besser, dann habe ich es brauche ich 3 Tage warten, gell? Dann habe ich es ja schon nächsten Tag, und das war's, das hat er mir wirklich vorbeigebracht, gell? Es war kein Backerl, eine Tüte, aber das nichtsdestotrotz. Da zeige ich euch jetzt mal, was da alles drin ist. Ich muss mal meine Pfeife auf Seiten legen. Zwar habe ich schon länger nicht mehr da gehabt bei mir. Und das ist ja super Tabak, der Orlik Golden Slide. Ja, super Tabak. Der Rhein-Tabak, den habe ich ja ewig lang nicht mehr geraucht, den wollte ich auch mal wieder haben. Der ist auch von Orlik, die Club Mixture. Ja. Ganz ein guter Tabak, muss ich sagen. Habe ich schon mal berichtet drüber. Wenn ich rauche, kann ich ja noch mal was dazu sagen. Dann habe ich Bold Kentucky. Ja, das ist für Abend was. Dann habe ich Old Dog Fired. Auch für Abend was. So schöne Whisky dazu. Gell. Wie viel grinst? Dann habe ich, ja, das ist ein ganz kräftiger Bursche vom Nikotinkalt her, den Rustica. Ja, den habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr bei mir gehabt.
wollte ich mal wieder probieren. Ich war eh so brav mit dem Rauchen, wo ich jetzt so krank war. Und ja, da muss man schon mal wieder ein bisschen was Kräftiges netzen. Da war noch dabei ein Kugelschreiber, den habe ich jetzt im Büro. So ein Flaschenöffner von Petersen. Und ein Tscheche. Ja. Klaus, vielen Dank. Top Service, muss ich echt sagen. Das war es jetzt zu den Tabaken, was da neu zu mir gekommen ist jetzt. Jetzt habe ich wieder genug, weil ich habe ja jede Menge geschenkt gekriegt. Gell. Und also mal wieder die Bestände aufrauchen. Das ist richtig angenehm warm. Geh wieder herin. Oh, jetzt, schön, ah, das schön. Holz. Das Feuerl ist schön warm und buckelt hinten. Wunderbar. Ja, wir wollen natürlich auch was kochen heute wieder. Und zwar machen wir heute mal zwei Gerichte. Und zwar habe ich mir eingebildet eine Knoblauchsuppe. Die zeige ich natürlich, wie das geht oder wie ich die mache. Und ein Schweinshaxen im Römertopf. Ganz einfach, ohne Schnickschnack. Ja. Und dazu machen wir uns Kartoffelknödel und Sauerkraut. Ja. Das passt wunderbar. Das seht ihr noch nicht, lassen wir noch ein bisschen Zeit, rauche jetzt gemütlich mein Pfeiferl. Und wenn es dann soweit ist, dann nehme ich euch mit in die Küche. Weil draußen regnet es bei uns, gell? Also da geht es gar nichts mit dem Grill. Machen wir das Ganze im Ofen, das ist auch kein Thema nicht. Gell? Also dann legen wir los. So, jetzt habe ich da meine Kartoffeln, also die genauen Mengen schreibe ich euch natürlich wieder unten rein. Gell? Dann Knoblauchzehen, da könnt ihr mehr oder weniger nehmen. Eine Zwiebel brauchen wir, Sahne, wir brauchen Schmand. Und die Kartoffeln, die Zwiebeln und die Knoblauch, da haben wir jetzt ganz klein schneiden, das muss ich euch ja nicht sagen. Und dann sehen wir uns wieder beim Kochtopf. So, jetzt habe ich da Butter rein, Zwiebeln, den Knoblauch, das da haben wir jetzt ein bisschen glasig anschwitzen lassen. Und dann kommen die Kartoffeln dazu. Jetzt habe ich die Kartoffeln mit dazu rein, dass sie auch noch ein bisschen anschwitzen. Und dann kommt 500 ml Gemüsebrühe drauf. So, jetzt habe ich die Brühe mit drauf da und das lassen wir jetzt alles so 25 Minuten leicht köcheln. Gell? Jetzt kann der Koch wieder ein paar Züge von seinen Pfeifen machen. So, jetzt hat der Koch Zeit. Gell? Pfeifenraucher, Bierchen trinken. Andexer hell. Wunderbar. Also Knoblauchsuppen, Freunde, ist übrigens was sehr Gutes, gell? Kann ich euch nur empfehlen. Jetzt ist aber drin mal Prost. Evi hat noch nichts? Nein, ich krieg nichts. Doch, das stimmt nicht. Die brauchst du bloß was nehmen, gell? Also Prost. Prost. Oh. Ja, das Andex ist schon auch gut. Später gibt es überhaupt nichts, Freunde, gell? Warum habe ich es gekauft? Weil es im Angebot wieder war und zwei Bier waren extra noch dabei. Ja, ja, das lassen wir jetzt genießen da. Das lassen wir mal schmecken. Mal schauen, vielleicht schenkt es dir auch noch ein Weißbier. Halt die Liebe oder was. Weil das mit der Suppe, das dauert jetzt so 25 Minuten. Und das ist eigentlich zu essen. Gut, du musst nicht viel machen. Mhm. Dann tust du noch Sahne rein, gewürzt das alles ein bisschen durch. Salz, Pfeffer, ein bisschen Kräuter noch drauf. Und du hast eine super Suppe, was auch gegen Erkältung ist, Knoblauchsuppe, gell? Und schmeckt. Und wie gesagt, der Schweinshaxen, der wird ja im Römertopf gemacht. Da musst du ja mal 2,5 Stunden mindestens drinnen bleiben. Da hast du auch keine Arbeit nicht, gell? Also machen wir einen Genusstag für uns heute, oder? Mhm, machen wir. Ja, alles klar. Haltest du ein Weißbier oder keins? Ich hol mir eins. Bis gleich. So, nicht, dass ihr meint, sie trinkt ganz alleine, gell? Ja. Ich schau, Weißbier, Prost. Prost. Ja, Prost auf euch. Oh. Richtig gut. Gell? Gibt nichts Besseres, ein kleiner Frühschoppen, gell? Das ist immer eine Sache. Ja. Und ja, so 5 Minuten noch, dann ist die super leise weit.
Dann kann man das, da stelle ich noch eine Sahne dazu, püriere das Ganze, wie gesagt, noch abwürzen und dann können wir schon mal super genießen. Mmh, ja? Freue mich drauf. Genau, also bis später. So, die Kartoffeln sind jetzt weich. Jetzt gebe ich da 100 ml Sahne rein und mache das jetzt mit dem Pürierstab klar, das Ganze. So schaut das Ganze jetzt aus. Gehe noch Salz und Pfeffer rein da. So Kräuter der Provence habe ich noch rein. Und das war's. Jetzt riecht man mal einen Teller an. So, dann haben wir noch einen Klecks Schmand drauf da. Gell? Und jetzt wird probiert. Schaut schon mal sehr gut aus. So, Freunde, und jetzt wird probiert. Die Schmandschie verteilen. Ewig. Mmh. Wenn ich so gesagt, Knoblauchsuppen. Schön cremig. Schön gewürzt durch die Kräuter. Und der Knoblauch, gell. Also, wegen mir hätte man sogar noch mehr hinter können. Aber müsst ihr selber ausprobieren. Wir mögen ja Knoblauch beide, gell. Das ist das Gute. Weil wenn ich bloß einer mag, dann ist es ein Problem. Hm. Ich habe es nicht ganz so fein püriert, da sind noch ein paar so Kartoffelstücke mit drin. Ja, also. Hm. Ah, Wahnsinn. Ja, das genieße ich jetzt in meiner Ewi. Und dann fangen wir mit dem Schweinsachsen an, okay? Später. Hm. So, da habe ich jetzt meinen Schweinsachsen. Den Rührmatopf haben wir jetzt gewässert. 10 Minuten, es gelangt. Ich habe bei der Schweinsachse nur rautenförmig eingeschnitten, die Haut. Und kräftig mit Salz und Pfeffer gewürzt. Und dann habe ich mir noch zwei Zwiebeln rein, da. Mehr nicht. Gell? Keine Flüssigkeit, gar nichts. Und der wandert jetzt bei 200 Grad. Ich sage mal so 2,5 Stunden auf alle Fälle bei Ober- und Unterhitze. In den Ofen. Ja, ihr seht, so einfach gekochen, gell. Da habe ich 2,5 Stunden mehr Ruhe. Knödel und Sauerkraut gibt es dazu, da kümmert sich meine Hilfe drum. Und ja, ich habe mir da noch eine halbe eingeschenkt, gell. Passt auf euch. Oh, wunderbar. Und in meiner Dennis Tonti habe ich jetzt den Orlik Club Mixture. Das sind verschiedene Virginias. Gerösteter Burley ist da mit drin und Black Cavendish. Und er ist wirklich nur leicht flowert. Ja. Ein bisschen so mit Toffee oder Kaffee Aroma. Also so sehe ich zumindest. Und ganz leicht Vanille. Ja, wenn man das Tabaksbild anschaut, also das kann man kurz sehen, so kommt der daher. Ja. Und leider ist ja irgendwie fruchtig, den gerösteten Burley, das merkt man, dieses Kaffeearoma. Von der Vanille kann ich da jetzt überhaupt nichts rausrühren. Ja. Ganz leicht, dezent, ja, aber. Ja, also wirklich war ein guter Tabak, habe ich schon länger nicht mehr gehabt. Da haben wir ein Video darüber gemacht, wie ich zu dem Tabak gekommen bin. Ja, wenn ich es finde, verlinke ich es euch. War ziemlich am Anfang, glaube ich, wo ich angefangen habe. Habe ich das einmal gemacht. Ja, und das lassen wir jetzt so schmecken. Überhaupt nicht kräftig, gell. Ich würde höchstens auf 3 einstufen, mehr auch, kann ich auf keinen Fall. Dann ist die auch für Anfänger geeignet, geht, der lässt sich wunderbar stopfen, brennt schön angenehm runter.
oder schönes Raumaroma, gell, aber kein aufdringliches. Ganz ein toller Tabak, den ich, wie gesagt, schon länger als immer bei mir gehabt habe, aber kann ich nur empfehlen. Gell. Klasse. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als zu warten, gell, bis die Haxe fertig ist. Und ich denke mal, 2,5 Stunden lasse ich jetzt mal drin. Dann schauen wir mal nach und dann werden wir noch mal eine halbe Stunde geben, dass wir schöne Krusten zusammenkriegen. Und dann, ja, und spätestens 3 Stunden essen wir. Ja, also, bis später. So, der schaut jetzt schon mal sehr gut aus. Okay, der war jetzt 2,5 Stunden drinnen. Und jetzt gebe ich ihm noch ein bisschen Salz und dass die Krusten richtig aufspringt. Und lassen dann nochmal, ich denke mal, eine halbe Stunde drinnen. So muss er ausschauen. Schaut ihr das an? Schöne Kruste. So, jetzt werden wir anrichten. Gell? Ich werde jetzt die Soße noch ein bisschen binden. Nur mit Soßenbinder. Und die Knödel sind auch gleich fertig. Auf geht's, Freunde. Schaut mal her, wie wunderbar sich das vom Knochen gelöst hat. Gell. Ein Wahnsinn. Eine Krusten. Naja, wie Hunger jetzt. Jetzt geht's rund. So, dass er angerichtet ist. Gell. Bierchen ist auch da. Oh, jetzt wird probiert, Freunde. Eieiei, Freunde, schaut euch das einmal an. Die Haut, da muss ich gleich mal als erster probieren. Ein bisschen Sauce dazu. Ein Wahnsinn. Das Fleisch butterweich, sowas von zart. Und die Krusten, das habt ihr mitgekriegt. Liebe deine Knödel, was eine sowieso wie immer eins auch. Danke. Sauerkraut. Ich sage, Haxen geht immer. Schönes Andex, gell? Prost auf euch. Jetzt will ich mal Evi anschauen. Ihr Gesicht wird aber ernst, das heißt, die hat auch Hunger. Und darum essen wir jetzt das gemeinsam. Also, das ist meins, gell? Ich krieg den eigenen Teller. Und dann melden wir uns mit Sicherheit noch zur Nachspeise, weil ist schon gleich halt für das Essen. Ja? Also, bis später. So, Freunde. War jetzt ein Kampf, aber es war ein guter Kampf. Gell? Hat saugut geschmeckt, muss ich sagen, im Römertopf, egal was du da machst, wäre einfach klasse da drin. Gell? Jetzt haben wir uns eine kleine Nachspeise verdient, ein Uso. Ich will hier her, komm, Prost. Prost auf dich. Prost, Prost auf uns. Euch. Ah, jawohl. Das war's jetzt wieder für heute. Ein bisschen länger das Video geworden. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, euch hat auch Spaß gemacht und uns auch eine riesige Garde gemacht. Ja, mit der Knoblauchsuppe heute und alles. Ja, das hat sich ein bisschen Hitze an heute. Und werde es dann schneiden und schauen wir mal, wann man es bringt. Gell. Also, wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Servus aus Bayern. Schluck nehme ich noch mit. Nix über Andexer, gell? Gezeigt.